Koblenz bereitet sich vor. Noch ist Vater Rhein ja in seinem Bett, das sieht man ja im Hintergrund, aber hier in Wallersheim und am Neuendorfer Ufer werden jetzt die Vorbereitungen geschaffen, weil die Prognosen sagen, der Rhein wird noch ein wenig steigen. Zurzeit ist ein Team aus Berufsfeuerwehr und von der Stadt Koblenz hier im Einsatz, um die Vorbereitungen zu treffen. Das heißt, die Hochwasserschutzwand wird hier in der Nähe vom Alten- und Pflegeheim Maria vom Siege in Wallersheim vorbereitet. Es werden die großen Stützen gesetzt und dann werden die Eingänge schon mal halb zugemacht. Und hier an der Stelle sieht man nachher halt ganz gut, was entsteht, weil hier wird diese Lücke, die im Moment noch in dieser betonierten Mauer ist, geschlossen sein. Wir verfolgen das Ganze mal für Sie und euch. Hier an der Salmengasse ist der erste Abschnitt jetzt gebaut und dass hier noch ein Durchlass ist, das ist richtig so. Florian Bischof, der Einsatzleiter von der Feuerwehr. Was ist jetzt passiert bisher? Ja, wir können hier sehen, wir haben als erstes diesen Durchlass vorbereitet. Es wurden diese Stützen gestellt, die quasi dazu dienen, dass wir die Dammbalken, wie man es jetzt sehen kann, eingelegt werden und haben diesen Durchgang zur Hälfte geschlossen, bewusst nur zur Hälfte. Zum einen der große Aufwand ist, die Stützen hier zu integrieren. Das geht auch nur, wie wir jetzt stehen, hier von der Wasserseite. Sprich, wenn das Wasser steigt, stehen wir hier schon im nassen Bereich. Von oben ist das nicht möglich. Das ist frühzeitig erforderlich. Den zweiten Durchgang haben wir noch aufgelassen, aus zwei Gründen. Zum einen kann die Bevölkerung, solange es noch geht, den Leinpfad nutzen. Und der zweite wichtige Grund ist, auf der Rückseite staut sich kein Regenwasser an. Dieses kann auch frei abfließen. Ja, und diesen Durchgang dann mit Dammbalken zu verschließen, haben Sie eben gesehen, ist eine relativ schnelle Maßnahme, was auch einfach mit Hand durchgeführt werden kann. Aber es hat schon einen Grund, dass wir heute hier stehen, obwohl Vater Rhein ja noch ganz ordentlich in seinem Bett liegt. Man erwartet wirklich was, da gibt es mehrere ausschlaggebende Elemente für. Ja? Ja, wir haben ja gesehen, es hat die letzten Tage, Wochen stärker geschneit, wir haben hohe Niederschläge, die Temperaturen steigen jetzt wieder an. Der Rhein an für sich steigt, auch die Mosel steigen an. Wir haben jetzt Tendenzen, dass am Montagmorgen Koblenz bis auf 4 Meter der Wegel steigen wird. Ab 4,50 Meter erreicht sich in Koblenz die Hochwassermeldemarke Nummer 1. Und das ist auch der Bereich, wo es hier dann langsam losgeht. Ja, und dann mit Wellenschlag, wenn Sie sehen, den Meter draufrechnen von jetzt am Pegel, den wir haben, dann ist der Bereich erreicht, wo dieser Leinpfad hier an dem tiefsten Punkt mit Wasser bespült werden kann. Ja, und wir diese Maßnahme natürlich mit trockenen Füßen gerne ordentlich aufbauen möchten. Könnten Sie denn so aus der Erfahrung raus sagen, wenn wir jetzt hier bis zum Hals im Wasser stehen würden, was das für ein Wasserstand wäre, nur damit man es einordnen kann? Ja, hier in dem Bereich, wo wir jetzt sind, ist der tiefste, ab 4,50 Meter, 5 Meter, steht hier das Wasser unseren Füßen. Ja, und dann kriegen wir hier nasse Füße, wo es dann beginnt und aufwächst bis Richtung Neuendorf rein, weil die Mauer ja am Ende ist, aber hier auch der tiefste Punkt, also sprich Richtung Koblenz hin, der Pegel ansteigt. Und bis zu welcher Höhe bleibt Wagen und Neuendorf trocken? Ja, wir haben hier einen Hochwasserschutz bis über 8 Meter, knapp 9 Meter. Das ist abhängig vom Wellenschlag, ja, wo dann diese Schutzwand gegebenenfalls auch überflutet werden kann. Bis dahin schützt diese aber komplett. Koblenz ist bereit, spätestens heute Mittag, wenn hier die Maßnahmen stehen. Wenn es denn dann wirklich steigt, wird komplett verschlossen. Wie viel Vorlauf braucht man da nochmal? Ja, wie gesagt, für dieses Tor zu schließen, das geht innerhalb weniger Minuten. Ja, die restlichen Dammbalken werden dann antransportiert und eingelegt. Das geht sehr zeitnah. Vielen Dank, Florian Bischof von der Feuerwehr in Koblenz und vielen Dank an die Helfer von der Freiwilligen Feuerwehr, von der Berufsfeuerwehr und von der Stadt Koblenz. Koblenz ist auf jeden Fall vorbereitet.